Aufatmen war angesagt bei der Spielvereinigung Ansbach am vergangenen Samstag. Denn gegen die Zweitvertretung des FC Augsburg durften die 09er endlich mal wieder einen Sieg bejubeln. Zuvor sammelten die Ansbacher in 7 Spielen nur ein mageres Pünktchen. 3 Tage nach dem lange herbeigesehnten Dreier will das Team von Christoph Hasselmeier die nächste Bundesliga-Zweitvertretung ärgern. Es geht im Grünwalder Stadion gegen die U23 des FC Bayern München, die aktuell in richtig guter Form ist und 10 Punkte aus den letzten 4 Spielen sammeln konnte. Damit hinein ins Spiel, die Bayern in Weiß und Rot mit der ersten Chance in der 6. Minute. Dion Berisha verzögert kurz, visiert dann das rechte Eck an. Sebastian Haidt pariert zunächst klasse, muss dann aber doch hinter sich greifen. Lucas Copado lauert auf den Nachschuss und haut Haidt das Ding durch die Beine. Die frühe 1:0-Führung also für die Hauserin, die 5 Minuten später die nächste Möglichkeit hatten. Berisha tankt sich über die rechte Seite stark durch, sein Abschluss aus spitzen Winkel wird aber noch geblockt. Ansbach in der Anfangsphase also defensiv ordentlich gefordert, nach einem Fehler der Bayern-Defensive dann aber plötzlich mit der Chance auf den Ausgleich. Michael Speer scheitert am Pfosten. Top Gelegenheit für die Gäste, doch wenn Speer querlegt, fällt vermutlich der Treffer. Die bessere Mannschaft blieben aber weiterhin die Bayern, die nach rund einer halben Stunde beinahe auf 2:0 erhöht hätten. Die Hereingabe von Max Scholze findet aber keinen Abnehmer. Die Gäste aber auch nach wie vor, vor allem durch Konter und Standards, gefährlich. Der Debütant im FCB-Gehäuse, Antony Pavlesic, kann sich kurz vor der Pause zum ersten Mal so richtig auszeichnen. Fast im direkten Gegenzug dann nochmal die Bayern-Amateure. Berisha setzt sich im Zweikampf durch und dann schließen die Hauserinnen diesen 2:0-Konter mustergültig ab. Berisha legt quer auf David Jonathans und der erhöht mit seinem ersten Regionalligatreffer auf 2:0. Mit diesem Zwischenstand ging es dann auch in Hälfte 2 und die begann, wie die erste endete, nämlich mit einem Treffer. Luca Denk lenkt eine Ansbacher Hereingabe ins eigene Tor und macht die Partie damit wieder spannend. Nur noch 1:2 aus Gästesicht. Und die 09er witterten nun ihre Chance. Immer wieder tauchten die Grünen vor Pavlesic auf, doch wie auch auf der anderen Seite fehlten die ganz klaren Möglichkeiten. Wir springen deshalb schon in die 68. Minute. Da leitet der Eigentorschütze Denk mit einem klasse Zuspiel den Angriff der Münchner ein. Copado bedient Matteo Peres-Schwindlöff, bekommt die Kugel nochmal zurück und schließt perfekt ab. Sehenswerter Treffer vom 19-Jährigen, der die Kugel da direkt nimmt und maßgeschneidert im langen Eck unterbringt. Und dieses Tor zog den Gästen den Stecker. Fortan die Hauserinnen wieder mit mehr Spielkontrolle und in der 78. Minute fiel dann die Entscheidung. Lovro Zvonarek schließt einen schulbuchmäßigen Konter ab zum 4:1. Zu Ende war das Spiel damit aber noch nicht. Die Gäste betrieben noch etwas Ergebniskosmetik und verkürzten durch Erik Weger noch auf 2:4. Ich glaube, wir kommen denkbar schlecht in das Spiel rein, haben dann nach dem 0:1 echt einen guten Zugriff, kommen in ganz viele Boxaktionen, ganz viele Standards, ganz oft, wo der letzte Ball nicht passt. Da waren sie heute viel, viel besser in unserer Box, weil sie aus echt wenig relativ, also sehr, sehr viel gemacht haben und kriegen dann zum denkbar schlecht besten Zeitpunkt in der 44. nochmal einen Konter vor der Halbzeit, dass 2:0 steht. Kommen gut aus der Halbzeit, schließen gleich in Anschluss, laufen permanent hoch an, wollen viel Aktivität in dem Spiel drin halten, kommen aber in der zweiten Halbzeit auch nicht mehr so richtig in Boxaktionen und kriegen dann mit einem Konter und ich glaube im dritten Torschuss ist 3:1 und die Effizienz, die hat es uns heute kostet, das Spiel, ist ärgerlich, weil mehr drin gewesen wäre, dennoch mit der Effizienz Glückwunsch an Bayern. Ich denke, es war eine sehr gute Leistung, in der wir phasenweise ja, durch die Qualität von Ansbach so Probleme gehabt haben, das darf man natürlich nicht vergessen, aber insgesamt habe ich einen sehr souveränen und sehr klaren Auftritt der Mannschaft gesehen und ich denke ja, dass der Sieger auch in der Höhe absolut verdient war. Die Bayern-Amateure sammeln aus den letzten 5 Partien damit 13 Punkte und klettern auf Tabellenplatz 9. Ansbach bleibt auf Rang 14.